Sangonomiya Kokumi, Figurenhintergrund 5. Schon in jungen Jahren hat Kokumi viele Bücher gelesen, mit einer besonderen Vorliebe für Bücher über die Kunst des Krieges. Dem zum Dank verfügt sie über einen riesigen Wissensschatz, um verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Aber durch das jahrelange Eintauchen in Militärbücher und militärische Bildbände wurde Kokumi sozial ziemlich deprimiert. Irgendwann wurde sogar das Reden mit Menschen, die sie nicht gut kannte, zu einer Belastung. Nach ihrem Erfolg als aktuelle menschliche, göttliche Priesterin musste Kokumi lernen, sich Dingen zu stellen, in denen sie nicht gut war. Sei es der Umgang mit Menschen oder der Umgang mit Angelegenheiten, die sie nicht interessierten. Allerdings braucht der Zwang, Dinge zu tun, die sie nicht mag, Kokumis gesamte Energie auf und trieb sie zur Erschöpfung. Daher hat sich Kokumi den Indikator Energie eingestellt, bei dem ihre Energie wieder ansteigt, wenn sie Dinge tut, die sie mag, und abfällt, wenn sie Dinge tut, die sie nicht mag. Wenn ihre Energie aufgebraucht ist, legt Kokumi die Angelegenheiten der gegenwärtigen göttlichen Priesterin beiseite und führt zu Hause wieder das normale Leben eines jungen Mädchens. Sie hält einige militärische Bücher in der Hand und liest diese sorgfältig, während sie sich außerhalb der geschäftigen Welt einen Moment der Ruhe gönnt. Dies ist die wertvollste Zeit der Erholung für Kokumi.